Das ist Alex Landwing oder eben A-Wings. SRF 3 Best Talent im März. Wie auf Bestellung läuft bei uns im Treffpunkt für das Drehen von diesem Video gerade ein Song von ihr im Radio. Mega cool, dass es im Radio läuft für mein ganzes Team, wo wir den Song damals geschrieben haben, Lift Me Up, und dass der jetzt im Radio läuft. Yeah! Die A-Wing wohnt in Berlin, hat zwar ein Lehrerinnenpatent, setzt aber alles auf die Karte Musik. Ihr Track Orange Dreamer ist auf Spotify mehr wie 3 Millionen Mal gelost worden. Der Ursprung von ihrer Musik findet man in ihrer Heimat, im Zugersee. Ich habe natürlich eine Verbindung zu dem Ort, weil ich meine Kindheit und Jugend oft am See verbracht habe und das ein Teil von meiner Inspiration auch ist. Und weil es halt im Zug nicht so viel Entertainment gegeben hat, habe ich selber das Entertainment geschaffen und angefangen, Songs zu schreiben und einfach viel Musik zu machen und mich mit Leuten zu verbinden, die auch Musik mögen. Und so hat sie als Inspiration kein Musikgenre auslassen. Im Gegenteil. Es ist auch das, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Ich bin nicht nur die harten Hip-Hop feiern, sondern ich habe auch die sinnliche Smoothie-Seite. Und das ist auch so das Yin und Yang-Prinzip, wo ich in mir trage und wahrscheinlich alle sich tragen. Die weibliche, die männliche Seite, dass ich manchmal ein Saint bin, manchmal bin ich ein Bitch, und das gehört alles zu mir, ich bin alles. Ja. Den Ausgleich findet sie zu Cham, da geht sie, wenn immer möglich, in eine Heilpraxis. Ich komme mega gerne hierhin, um zu meinem Körper zu schauen, damit ich nachher auch ganz offen bin fürs Singen. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich bei mir bin und auch gewisse Sachen ab und zu ausblenden kann. Dass wir gerade in einer crazy Welt sind und ganz viel passiert und dass ich nicht nur das Fühlen und mich abziehen lassen, weil ich so ein empathischer Mensch bin, sondern dass ich auch lerne, wieder zurück zu meinem Körper zu kommen und einfach mich zu spüren und präsent bin. Weil nur so kann ich, wenn ich mich gut fühle, kann ich im Mikrokosmos etwas bewirken und auch sozusagen mich selber lieben und auch Menschen um mich herum. Kulturzentrum Galvanik Zug. Da ist sie als A-Wing das erste Mal vor Publikum auftreten. Nostalgie schwingt mit. Ja, es ist einfach ein mega schöner Ort zum Zurückdenken, was ich da alles schon erlebt habe. Und dass wir einfach mega viel mit Freunden da abgehängt sind und coole Partys gegangen sind. Und dass ich dann danach auch da durfte spielen. Und das natürlich auch ein Boost war für mich, um überhaupt auf Musik zu setzen, dass ich mich da ausprobieren durfte. Ihren Beziehungsstatus oder ihr Alter muss man nicht unbedingt verraten, findet die Musikerin. Sie stellt die Musik in den Fokus. SRF 3 Best Talent im März, das ist eine mega coole Nachricht, die ich bekommen habe. Und es bedeutet mir sehr viel. Es heisst sozusagen, dass meine Musik Anklang findet, dass es irgendwie die Leute berührt. Und das ist natürlich ein mega schönes Kompliment. Lift me up, when my spirit's washed out. Lift me up, as we're going through changes. Lift me up, as our world goes crazy.